Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute ist es wieder soweit, das Wasser hat sich ein weiteres Mal abgesunken und deshalb ist jetzt wieder fast die ganze Map tatsächlich verfügbar. Es wird wahrscheinlich noch zwei weitere Wasserabsenkungen geben, dazu werden natürlich auch immer noch Videos folgen. Also wenn ihr dazu nichts verpassen wollt, könnt ihr natürlich gerne auf diesem Kanal ein Abo dalassen. Und ich würde sagen, wir beginnen mal direkt mit den ersten Änderungen, die jetzt durch diese Wasserabsenkung entstanden sind. Als erstes gehen wir mal durch Weeping Woods durch. Dort war es ja schon letzte Woche so, dass hier der Ortname tatsächlich wieder bekannt wurde, also dass man den eben halt wieder auf der Karte sehen konnte. Da war es allerdings so, dass eben halt noch einige Teile unter Wasser waren. Jetzt ist eigentlich wieder alles frei. Die ganzen Gebäude, die hier auch außen herumstehen, sind eigentlich frei, sowohl das Gebäude als auch das hier. Hier ist nur lediglich noch das untere Stück des Hauses, also der Keller, unter Wasser. Ansonsten ist ja aber Weeping Woods wieder ganz normal, also kann man hier wieder die ganz klassische Loot-Route auch aus Season 2 benutzen. Bei Slurpy Swamp gibt es jetzt auch wieder einen Namen, das heißt, es ist jetzt wieder eine benannte Stadt und hier sind jetzt natürlich auch wieder so ziemlich alle Kisten verfügbar. Nur noch das untere Stückchen hier von Slurpy Swamp ist zurzeit tatsächlich nicht verfügbar. Dort sind ja auch kaum Kisten und unten der Fluss natürlich mit dem Slurp, mit dieser Slurp-Masse drin, das ist zurzeit natürlich auch noch nicht verfügbar. Dafür liegen jetzt kreuz und quer verteilt hier überall in Slurpy Swamp die ganzen Slurp-Fässer rum. Die wurden durch das Wasser alle ein bisschen verstreut und ich glaube, es sind sogar ein paar mehr dazugekommen. Gerade auf dieser Fläche sind super viele, also dort kann man easy full shield werden. Ansonsten sind natürlich auch hier wieder diese großen Slurpfässer frei und im Gebäude kann man natürlich auch wieder alle Kisten looten und ist auf jeden Fall wieder ein ganz normaler Landing Spot. Dann hier zwischendurch, überall sind dann auch wieder die meisten Gebäude verfügbar, diese ganzen kleinen. Dort kann man allerdings natürlich größtenteils noch nicht looten. Dann brauchen wir noch eine Wasserabsenkung, um die Kisten wirklich sehen zu können. Genauso natürlich auch hier in dieser Hütte. Dort sind sogar zwei Wasserabsenkungen noch, bis ihr das sehen könnt. Und Ricky Rick, dort hat sich tatsächlich diese Wasserabsenkung mal fast gar nichts verändert. Also eigentlich sieht alles noch ziemlich ähnlich aus. Zwei Wasserabsenkungen werden es hier noch sein, bis das wahrscheinlich auf dem Grund dann aufläuft. Genauso auch bei The Fortilla, dort fehlt auch nicht mehr viel. Dort ist nämlich der Boden auch schon relativ nah wieder und ich bin auch auf jeden Fall mal sehr gespannt, was damit passieren wird, wenn dann die zwei Wasserabsenkungen wieder rum sind. Die nächste große Änderung ist jetzt bei Camp Cod und dort kann man endlich wieder eigentlich fast alles benutzen. Nur noch hier das unterste Stückchen fehlt. Das heißt, hier unten kann man die letzten zwei Kisten noch nicht benutzen. Aber ansonsten ist Camp Cod wieder ganz normal und die ganzen anderen Kisten sind wieder verfügbar. Bei The Grotto gibt es weiterhin tatsächlich keine Änderungen. Ich bin auch mal gespannt, was passieren wird, wenn hier die Luke wieder komplett frei sein sollte. Es kann eventuell sein, dass es erst mit Season 4 vielleicht wieder eine Änderung gibt oder vielleicht mit den nächsten zwei Wasserabsenkungen dann irgendwann eine Änderung gibt. Allerdings zurzeit gibt es noch nichts wirklich Neues, also immer noch das ganze Wasser, was hier sich eben halt immer noch drin gestaut hat. Dementsprechend hier auch keine weiteren Änderungen. Bei Dirty Dogs gibt es jetzt allerdings auch wieder eine Änderung und zwar ist es wieder eine benannte Stadt, auch wieder mit Namen. Wenn ihr dort einmal hingeht, müsste euch der dann auch wieder angezeigt werden. Hier liegt auch wieder alles kreuz und quer herum, überall die ganzen Kisten, Paletten, die hier verstreut rumliegen. Ansonsten immer noch der gleiche Landing Spot, alle Kisten müssten wieder verfügbar sein, bis auf vielleicht irgendwelche, die hier unten waren, ich weiß gar nicht, ich glaube hier war vielleicht ein Schiff oder so, wo eine Kiste drin war, ansonsten kann man aber wieder alles eigentlich benutzen. Dann könnt ihr es hier wahrscheinlich schon bei Craggy Cliffs erkennen und zwar ist das Leuchten, glaube ich, tatsächlich etwas stärker geworden von diesem kleinen Objekt, was hier reingeflogen ist, hatte ich ja schon beim letzten Video, glaube ich, es war das Update-Video, wo ich das angesprochen hatte und falls ihr es nicht mitbekommen habt, hier ist tatsächlich ein Raumschiff abgestürzt, ein Teil davon ist eben halt hier hinten in die Wand gekracht. Und das wird mit der nächsten Wasserabsenkung hier eben halt an dieser Stelle frei werden. Dort unten kann man es auch schon relativ gut erkennen. Wie gesagt, ungefähr so ein bis zwei Wasserabsenkungen, da sollten wir es erkennen können. Wahrscheinlich eher zwei. Bei einer Wasserabsenkung können wir vielleicht sogar die obere Spitze hier schon wieder sehen. Und da drin ist eben halt tatsächlich ein Raumfahrer und wir werden wahrscheinlich auch noch ein paar Challenges dazu erhalten. Und das Ganze wird dann eben halt freigeschaltet, wahrscheinlich, wenn das Ganze hier freigelegt wird. Die nächste Wasserabsenkung wird dann ja wahrscheinlich am 30. Juli sein. So ist es zumindest in den Leaks und wahrscheinlich dann die übernächste mit dem Update 13.4. Und in Craggy Cliffs gibt es jetzt natürlich auch wieder alles ganz normal. Nur noch hier unten, das unterste Stückchen vom Strand ist jetzt nicht verfügbar. Aber ansonsten ist das tatsächlich wieder ein ganz normales Craggy Cliffs und hier gibt es sonst auch keine weiteren Änderungen.
Bei The Yard gibt es auch eigentlich keine Änderung. Das schwimmt hier immer noch ganz normal rum und wird sich wahrscheinlich auch nichts ändern. Also ich denke mal, das sollte auf jeden Fall bis zum Ende der Season zumindest so ganz normal bleiben. Und der Landing Spot sollte damit bestehen bleiben. Allerdings gibt es daneben jetzt wieder ein paar neue Kisten. Unter anderem ist hier zum einen das Gebäude frei. Hier kann man allerdings noch nicht die Kiste looten. Da fehlt noch eine weitere Wasserabsenkung, bis das möglich ist. Und hier hinten gibt es dann auch schon eine Kiste drin. Die wird jetzt tatsächlich looten können. Und der Bunker hier drunter ist tatsächlich jetzt auch wieder frei und damit eigentlich wieder zugänglich. Natürlich kann man da aber immer noch nicht reingehen. Da unten die Kiste, die muss auch noch ein bisschen warten, bis die wieder zugänglich wird. Ansonsten kann man es aber auch wieder ganz gut benutzen. Hier neben diese beiden Gebäude, da fehlt auch noch ein ganz kleines bisschen was. Ansonsten kann man die aber auch auf jeden Fall schon wieder gut erkennen. Dann kommen wir mal wieder zu einem ganz, ganz spannenden Teil und zwar hier oben in dieser Ecke der Map. Und hier kann man wieder The Shark tatsächlich ziemlich normal benutzen, beziehungsweise ist immer natürlich alles zerstört, aber ein Großteil ist jetzt wieder über Wasser. Natürlich gibt es immer noch einige Kisten, haben sich vom Spot her verändert, aber es gibt eigentlich kaum mehr was, was unter Wasser ist. Natürlich hier nur noch die letzten zwei Stockwerke. Das wird natürlich dann auch mit der Zeit alles frei werden und zusätzlich ist hier der Helikopterlandeplatz auch wieder frei. Das heißt, wenn ihr im Normal Mode hier seid, könnt ihr den Helikopter auch easy benutzen, um in Richtung Zone zu kommen. Dann hier neben direkt sind die Inseln auch wieder freigelegt worden. Unter anderem ist einmal diese Insel hier frei, diese kleine. Dann die Absturzstelle ist auch wieder größtenteils zugänglich. Natürlich gibt es noch nicht alle Kisten hier wieder, aber wie gesagt, ein Großteil ist davon tatsächlich schon verfügbar. Dann hier auf der anderen Seite ist auch wieder ein Großteil der Insel zu sehen. Hier fehlt allerdings auch noch etwas, bis dann tatsächlich die ganze Insel wieder sichtbar ist. Und darunter bei Atlantis ist es auch nicht mehr tief, das heißt, hier fehlt nicht mehr viel, bis wir dann das auch irgendwann alles sehen können. Ist leider gerade etwas verschwommen, deshalb etwas schwierig vielleicht zu erkennen. Aber auf jeden Fall müsste man das wahrscheinlich mit der Wasserabsenkung, mit der zweiten Wasserabsenkung da nochmal bekommen. Und bei Sweaty Sands ist jetzt tatsächlich auch wieder nicht mehr viel unter der Stadt an Wasser. Und damit werden wir es auch mit der nächsten Wasserabsenkung hier wieder alles normal zugänglich haben. Wie gesagt, noch ein Block hier. Hier, bis das Ganze freigelegt wird. Zusätzlich dazu gibt es hier einen sehr, sehr speziellen Basketballplatz. Der war vorher tatsächlich noch nicht hier. Vorher war ich ja hier so eine andere, ich glaube ein Skatepark sollte das sein. Er war irgendwo so an dieser Position. Jetzt hier eben halt ein Basketballplatz mit einem sehr, sehr großen Basketballkorb. Wahrscheinlich war der vorher vom hohen Wasserstand, als man eben halt dann im Prinzip, wo das Wasser auf dieser Höhe war, da brauchte man natürlich so hoch diesen Basketballkorb, um da reinzuwerfen. Aber jetzt sieht das natürlich ein bisschen komisch aus und ab der nächsten Woche werden wir dann hier eben halt auch wieder einen ganz normalen Basketballplatz haben. Dann nochmal die letzte Änderung hier im Süden der Karte und zwar ist Hydro 16 mittlerweile auch wieder fast ganz zugänglich. Hier der Großteil dieses Gebäudes ist wieder zugänglich und es fehlt eben halt nur noch das unterste Stückchen hiervon und dann ist hier auch wieder alles komplett frei. Natürlich unten das Slurp-Gewässer kann man Zeit tatsächlich noch nicht benutzen. Dort fehlt auch noch ein bisschen was, aber das würde dann ja auch bis hier irgendwo gehen und da kann man wieder alles ganz normal hier benutzen, auch in dieser Gegend. Und so langsam sieht die Karte wieder wirklich komplett normal aus, kaum Änderungen mehr eigentlich, die erkennbar sind. Nur noch oben in der linken Ecke und unten in der linken Ecke ist etwas, aber ansonsten ist das tatsächlich nicht mehr viel. Wie gesagt, zur nächsten Woche wird es natürlich auch immer noch Videos geben. Wenn euch dieses Video natürlich gefallen hat, könnt ihr gerne eine Bewertung da lassen und dann bis zum nächsten Video.